der Wahnsinn geht weiter. Der Wahnsinn heißt Coast Guard und ist etwas sehr anderes, als wir erwartet hätten. Ist jetzt hier so ein bisschen der Star Citizen Teil, auf dem eigenen Schiff schön rumlaufen. Schau mal, ist doch ein Gefängnis drin. Wir haben ja alles. Ja gut, das ist halt die Küstenwache. Wie es ja immer drin dunkel wird, ne? Sobald du draußen geht's. Also hier. Da müssen die Augen erst dran gewöhnen. Das ist physikalisch alles korrekt. HDR. Ja. HDF. Wow. So, das ist ein Tetris-Rätsel wie bei The Witness hier an der Tür. Was? Wo? Oh, ach, hier. Ja. Auch noch mit drin. Hier, lecker Futter. Gibt's auch. Ich hab Bock auf eine Salami. Ich hab voll Hunger. Oh, nee, warte mal. Das wollte ich gar nicht. Wie kommst du? Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe hab F1 gedrückt, weil ich aus irgendeinem Grund dachte, da ist die Dings, die, da ist die Taschenlampe drauf. So, nee, 1 ist die Taschenlampe. Dass man sofort wieder zurückspringen kann. Ach, schau mal hier, nett, mit Bar und so. Die Lampe braucht man gar nicht unbedingt. Ist hell genug. Ich wollte noch gucken, ob die Lampe überhaupt funktioniert. Das ist ja nett eingerichtet hier. Mensch, die haben es schön. Coast Guard. Daniel Defoe. Mehr ist hier aber nicht. Schauen wir mal noch kurz hoch, was da ist. Ah, da geht's. Ist auch komisch, ne? Hier kann man sich jetzt dann umschauen, aber wenn man dann auf der Brücke steht als Fahrer, da geht das dann nicht. Das Büro. Das ist der Wirtschaftssimulationsteil. Hier war doch noch. Ach, das ist bloß die Tür. Okay. Was steht im Logbuch, was wir machen sollen? Ja, wir sagen ihr jetzt erstmal, dass wir sie von Bord lassen und ihr Asylantrag gestellt werden kann. Das ist doch geil. Ja, immer derselbe Satz, ne? Die Faust schon mal so vorgelegt. Ja, so. Aber eigentlich will er was Nettes sagen. Ja, dann kommt er doch rein. Aber jetzt. Ja, der hat wahrscheinlich eine schwierige Kindheit und er kann das nicht auseinanderhalten. Wenn er was Nettes sagen will, haut er im selben Moment den Leuten immer gleich auf die Fresse. Ich liebe die. My colleague will take care of the asylum application. Until then, I'm afraid we're going to have to take you into custody and keep you in our cell. You really want to lock me up? Yes, at least until the authorities in your country of destination can take you in. Defoe, this is MSC. Over. This is an emergency. A Ro-Ro ferry has caught fire. It just keeps coming today. Okay, MSC, we're on our way to the Ro-Ro ferry. I've already programmed in the new waypoint, so let's pilot the Daniel Defoe over there. Sollen Sie vorher noch in den Knast stecken? Was ist denn ein Ro-Ro ferry? Guck mal, ob sie ja schon im Knast ist. Warte mal. Ja. Das ging ratzfatz. Aber sie sitzt aber noch so ein bisschen eingeschnappt da. Oh, schon mal. Mhm. Hast du gehört, wie er sie gerade angesprochen hat? So total emotional. Do you need anything? I think I'll manage. Ist schon so abweisend da. Just so it's understood. We don't trust you. These smugglers keep coming up with crazier ideas. Well, you haven't even given me the chance to prove you wrong yet. Fatima. Ich hasse dich. I'll be back. Geil. Mein Gott, ist das Gold. Das ist ja wirr. Okay, jetzt. Kann man überhaupt sich hier hinsetzen? Das geht auch nicht, ne? Das ist komisch, ja. Dass ich einfach hinsetzen kann oder aufstehen. Das ich muss quasi jetzt hier. Ja, das ist ein bisschen merkwürdig. Das ist aber das Einzige, was merkwürdig ist an dem Spiel. Ja, ansonsten ist das hier alles glasklar. Ist ein Goldstück, das Spiel. So, jetzt zum grünen Pfeil, würde ich sagen. Ja. Der schon im Tutorial angekündigt wurde, der grüne Pfeil, kommt der auch mal. Ist aber nicht der zum Abbiegen. Hast du übrigens gelesen? Jetzt dreht er auch mal. Den fährst du schon, hast du es ja nicht, ist ja nicht absolut. Ist absolut die Dings nicht relativ, okay, vergiss es, passt. Ich habe die, im American Truck Simulator schrieben die Leute runter, dass man in Amerika auch bei einer Ampel rechts abbiegen darf, wenn kein rot grüner ist. Pfeil ist. Ja. Also praktisch der grüne Pfeil ist immer mit dabei. Ja, das wusste ich gar nicht. Das haben wohl die Entwickler jetzt dann im Nachhinein auch nochmal irgendwie, nochmal zusammen mit einem neuen Truck, den sie veröffentlicht haben, nochmal irgendwie erklärt. Die Strafen haben sie gesenkt. Die Strafen haben gesenkt, ja. Aber die waren echt hart. Was war das? Rote Ampel, $57, zack, Key. Ja, also in Amerika, da greift das Gesetz hart durch, außer beim Mord und solchen Sachen und Waffen und Drogen und, naja, bei Verbrechen halt. Jetzt wäre sowas wie eine Zeitbeschleunigung ein bisschen gut, oder? Aber hier unten geht aber irgendwie was
runter. Was ist denn das? Wie, was geht runter? Hier, da zählt doch eine das Zahl runter. Das ist bestimmt runter. Die Entfernung zum Ziel. Aber da muss doch hier jetzt irgendwie was sein. 3.800, 3.700. Also ich sehe, da ist Reichweite. Doch nichts. War es das? Den ziehen alle. Können wir gleich sehen. Fahr einfach mal. Kannst du ein bisschen rauszoomen auf der Minimap? Dass du siehst ja schon. Das ist, glaube ich, schon die Maximalstufe. Aber wir sind noch 3 Kilometer entfernt. Da ist bestimmt irgendwas Mysteriöses. Das Blöde ist, dass wir halt die keine Anleitung zum Spiel haben. Also falls hier irgendwo eine Taste ist zur Zeitbeschleunigung, kein Schimmer, meine Damen und Herren. Eine Option kann es nicht. Stimmt, gab es ja gar nicht. Gibt es nicht zum Anzeigen, kann man sich nicht anzeigen lassen. Hä? Wo ist denn stehen geblieben? Finn, what was that? I don't know. The ship isn't moving. Blackout? Total breakdown? Crap. And we don't have a technician on hand to get the depot back up and running. Really, a less than ideal situation considering the bad weather situation. And the Ro-Ro ferry needs our help. MSC, the depot isn't moving. Blackout. Can you get her up and running again? We're trying, but we don't have the necessary know-how on board. Noch Vorfall heißt das. Ja, komm, das schnell zu Fatima. Nicht ein Mechaniker an Bord oder was? Der Mats hat Krebs. Wie komme ich da jetzt rein? Weiß ich nicht, wie du vorher auch in ein Männchen gekommen bist. Ach, guck mal, mit R5 habe ich mich jetzt befreit. Ist das noch der Laden, dass hier drin Licht ist? So, Fatima. Ah ne, Fatima ist ja im Knast. Fatima. Mhm. Und gleich wieder so, ist er gleich wieder voll aggro. We have a problem. Mhm. We have a blackout on the ship. Mhm. If you really are an engineer, then you should be able to localize and fix the problem. What are you proposing? We let you out of the cell. You repair the engine. And we put in a good word for you and your story. But don't you dare try anything stupid. I'll try my best. Perfekt gemacht. And what can you see in the engine room, Fatima? I think I've already been able to locate the problem. I have a really bad feeling about her getting her hands on our engine, then. It's irresponsible. Wait a minute. I think I can start it back up using this. Wow. The machines are up and running again. I have to say, I'm kind of impressed. That was great, Fatima. Maybe there's some truth to your story after all. You trust her? Seriously? Let's head over to the Ro-Ro ferry first, Coleman. I'm just gonna clean up here a bit, and then I'll join you. Coleman, I've been thinking. What is it, Finn? We desperately need a new engineer on board. Good personnel is hard to come by. And Fatima was able to fix... Oh no, Finn. No. She's a suspect in a crime, Finn. There hasn't been any proof yet that she's actually guilty. She doesn't even have a visa. We can get her one if the check doesn't turn up anything. Now that we've seen her work, I believe her story. Besides, I like her. My God, Finn, she's completely messed with your head. But what would actually be wrong with it? You're the boss. But don't say I didn't warn you. Fatima. Yes? You're looking for a job as an engineer? You're joking. I can only dream about a job like that. Do you think you could hold your own with a Coast Guard crew? You mean I'm supposed to... On your... We can put in a good word for you at the very least. I don't know. Do you think that... Yes or no? Yes! Yes, of course I do! Das ist die beste Geschichte aller Hammer. Zeiten. Da kann Firewatch einpacken. Aber hallo, also die so Dialoge, ein Writing never ever. Die Dialoge, hammer geil. Ich freue mich jetzt schon aufs Buch. So, wie nennst du den Logbucheintrag? Oh, das ist jetzt aber schwierig, so viel passiert. Es war so viel los. Seelenverwandte. Weil wir sind überzeugt, dass die beste Mechanik. Das merkt er sofort. Er hat nachgedacht, hat sofort gemerkt, das ist die beste. Nee, dann machen wir was anderes. Jetzt kommt's. Weil er doch, er mag sie doch sofort. Und er ist doch, ich glaube, da wird noch eine richtige Geschichte kommen. Noch. Ja, große Gefühle, ja. Das ist Wahnsinn. Also, Wahnsinn. Best Spiel ever. Wahnsinn. Absoluter Hammer.
War das eigentlich bei diesen Awards? Warum hat das da nichts gewonnen? Ich muss einen Blick umschauen. Maybe I'll find some objects that will jog my memory a bit. Finsteres Verlies heute. Das ist unglaublich, das Spiel. Das ist der Wahnsinn. Es hat ja alles. Hier, die nächste Erinnerung. Schiffskarte. A map with symbols. OR. What does the corridor running along the OR mean? Crap. Why can't I remember anything? A map with symbols. OR. What does the corridor running along the OR mean? Da war ich ja, da bin ich ja gestartet. Why can't I this door? It's more battered than the rest. I remember now. I was the one who broke this door open. But when? Where? What? A ship. I'm in an old ship. Ja, Wahnsinn. Das, wer hätte denn damit rechnen können? Oh. Oh, ist das Wetter umgeschlagen? Da lag eine so eine Wolke drüber. Bitte, in einem schlechten Horrorspiel, in einem super, super Horrorfilm. Was, den ganzen Einsatz, was? Abgebrochen. Achso. Daniel Defoe, this is MSC, over. Defoe, do you hear me? Daniel Defoe here, what's up? One of our reconnaissance helicopters has spotted a strange film on the water's surface, not far from your position. Possible contamination. Can you check and assess the situation? You're probably going to have to take a water sample from the target area, Finn. Looks like it, Larry. Let's get to the target first, and then I'll switch to the daughter boat to take the sample. Here we go. Oh, ich habe erst Tauchboot statt Tochterboot gelesen, schade. Ah, kommt auch noch. Kommt noch alles. Aber wie die Musik jetzt auch gleich loslegt. Ja. Das sieht eigentlich ganz nett aus hier, ne? Mit dem, manchmal sieht es ganz nett aus und manche Sachen sind ein bisschen komisch, weil diese Wellen immer halt immer ein Film sind. So wie als wäre es halt so eine Plane. Ach so, ja. Weil es halt nicht bricht und nichts, ne? Das ist einfach so eine Plane, die halt unten drunter. Da weißt du, was ist. Aber wie geil die Musik jetzt ist. Es gibt doch auch so eine Küstenwachtserie im Öffentlich-Rechtlichen, oder? Ich habe keinen Fernseher. Also ich habe. Ich habe das, glaube ich, irgendwie mal gesehen. Irgendwie gab es so eine öffentlich-rechtliche Fernseher. Na, ich muss ja für deinen Computer bezahlen, weil du die ganzen Internetangebote von ARD und ZDF benutzt. Ganzen Tag. So sieht nämlich aus. Ist immer so geil. Würde ich echt gerne mal die Zahlen von denen sehen. Auch GZ natürlich. Wie sie dann auch immer wenn sie Nachrichtensendungen oder so machen. Sie können übrigens auch auf unsere Webseite gehen. Ja. Und da haben wir noch was vorbereitet. Ja, danke. What the? Fan. Come take a look at this. What's going on with you? There's an unbelievably thick fog starting to drift our way. Eerie. Be careful. Still going to try to get the water sample with our daughter boat. Roger, Defoe. Boah, wie krass der Nebel jetzt hier ist. F6 kannst du ja Reagenzglas in die Hand nehmen. So, aber erst hier in das komische Wasser reinfahren. Erst in den Siff reinfahren. So. Nicht zu weit, sonst passiert irgendwas Schlimmes. Kommt der Kraken. Release der Kraken. Water sample obtained. Then pass that wet little baby right on over here. Der ist auch ein bisschen eklig, der Larry. Ja, hallo. Looks like bunker C to me. Not good. MSC, we suspect we might have a leaking ship in the area. Should we launch a search operation? Yes, we're transmitting you the search area. Coleman, we're on the lookout for an environmental offender. He seems to be dumping heavy oil into the water. Okay, I'll keep my eyes peeled. But bring that sample over here to me first. Das ist eklig. Ich finde, sie holen aber erstaunlich viel wirklich raus aus diesem ganzen Setting. Also, ich finde das echt. Umweltsünder, die auch reden die ganze Zeit. Ja, aber ich finde das echt. Wie nehme ich denn der Larry? Das ist irgendwie so ein. Echt cool. Mann, das wird so ein ekliger. Weil wie geil der Nebel hier im Schiff drin ist. Nee, jetzt nicht mehr. So, Larry, Schluss mit Gameboy. Muss aus dem Inventar ziehen. Nach oben. So, warte mal, was ist denn das hier wahrscheinlich, oder? Ja, sieht so aus. Will you manage by yourself, Finn?
It can't hurt for me to know. Dieses lernen wir auch noch. How do I start, Larry? Turn the Bunsen burner on, so its flame is very hot. Use the valve at the bottom to do so. It has to be really hot. Warum spielt man denn sowas jetzt hier? Ist doch geil. Ja, so. Excellent. See the big needle with the loop at one end? The one that looks like a dip net? Yes? That's an inoculating loop and your most important instrument. The next task has three steps. First, take the inoculating loop and hold it into the blue flame. That sterilizes it. You can move it by holding down the mouse button. Second, guide it into the jar of seawater to extract the sample. Hab ich doch schon. War das noch inject the sample into the petri dish. Then we'll continue. Sind mich vielleicht diese Operationsspiele auf Nintendo DS? Ich glaube, das ist schon. Ja, die waren auch immer, was ist die Operation, wo du das reinigen musst. Ja, oder der Dings, der Search Simulator. Was? Der Search Simulator. Ja, gut, ja, das ist die Verarschung von den Spielen gewesen. Ja. Pass auf, jetzt passiert hier was. Now we need to distill a colony from the sample. To do so, we'll use the so-called dilution plating method. Hold down the mouse button and guide the inoculating loop to follow the lines along the petri dish. That way, you'll distribute the sample so that colonies can grow. Siehst du, das machen die Wissenschaftler nämlich auch mit, indem sie die Maustaste gedrückt halten. Geht das nicht mit der Kreis? Nee. Wow, es muss ja die richtig krasse Muster nachmalen. Das ist wie der heiße Draht. Ja, genau. Wir wollen es noch, noch Seegang. Oh ja, stimmt. Eigentlich müsste er ja noch Seegang sein. Der heiße Draht. Pass auf, voll drauf. Das ist toller Wissenschaftler. Ja, so machen die das ja auch, in echt. Ja. Oh, schau dir das an. Schon. Erwachsene Kulturen. Und du? Sag uns der Lady vielleicht Bescheid, was zu tun ist. Well, that finishes up our business here. I'll let you know when I receive the final analysis for it. Until then, you should use the Luke Fox to start searching the area for the perpetrator. Den Übeltäter. Ja, den suchen wir, aber erst dann in der nächsten Folge. Also, ich find's geil. Ich find's so kann geil. Nur besser werden. Noch besser. Bis dann, ciao.